Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Test, Test. Gut. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Webinar Value Stream Mapping von der Glenfiss AG zum Thema der systemischen Wertstromoptimierung mit dem Referenzprojekt der Swisscom. Wie ich sehe, sind alle schon online, die sich angemeldet haben. In diesem Sinne lassen Sie uns mit einer ganz kleinen Verspätung soeben gleich loslegen. Gut. Das Ziel dieses Webinars soll es sein, Sie sehen es hier unten, Ihnen die Methode und die Theorie der Value Stream Mapping, der systemischen Wertstromoptimierung näher zu bringen, zu zeigen. Ich sehe gerade noch, ich muss da noch schnell die Ansicht wechseln. Dann haben Sie auch noch exakt. Moment. Genau. Die gewünschte Ansicht ist nun auch verfügbar. Gut. Die Agenda sehen Sie oben. Jetzt gibt es auch noch schnell. Genau, jetzt sollte das klappen. Entschuldigen Sie. Gut, Referenzkunde, Swisscom, Ansprechpartner Herr Dominik Stalder, Head of Process Management. Er kann leider nicht anwesend sein, er ist in den Urlaub. Ziel ist es, die Methode, Theorie Ihnen vorzustellen. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise hier. Die Darstellungen in Zahlen, Daten, Fakten entsprechen natürlich nicht dem Swisscom-Projekt, sondern sind entsprechend anonymisiert. Es geht ja hier darum, die Methode in Theorie und Praxis anzuwenden. Wir kommen am Schluss auf der letzten Folie dann noch auf das Potenzial, was wir auch hier in diesem Rahmen Ihnen preisgeben können. Gut, zu meiner Person, wie erwähnt, Javier Weiges. Ich bin seit Juni bei der Glenfiss AG. Mein Background, das sind gut 12 Jahre Informatik und weitere gut 12 Jahre im Lean-Management tätig. Sie sehen hier Referenzkunden meiner Seite in der Zeit beim Kaizen-Institut oder auch in der Festanstellung bei RUAG 6 und BKW. Ebenso in der Anstellung, in der Herausforderungen Lean-Management, Kaizen, Operations Excellence ganzheitlich in einem Unternehmen einzuführen. Sie sehen hier auch schon die Parallelen, warum ich dann hier Ihnen versuchen werde, das, die Methode Value Stream Mapping näher zu bringen. Gut, soweit geht es weiter. Eine Folie zur Methodenentwicklung.
Wie Sie sehen, was uns vor allem interessiert, ist die Zeit ab 1950. Lean Management, Kaizen ist ja da bei Toyota entstanden, bei Taichi Ono hat er die Sicht, wie man eigentlich Dinge besser, schneller und günstiger machen kann. Diese Methode, Kaizen und viele anderen Methoden, Varianten daraus hat sich dann weiterentwickelt. Oben auch die entsprechende Literaturhinweise mit gewissen Exponenten. Hier der Hinweis darauf, heute aktuell im ganzen agilen Umfeld, im Develop-Operation-Umfeld ist eigentlich die Aussage, und das wird auch bestätigt von diesen Personen und Communities, der Ursprung auch ihrer Methoden ist eigentlich im Kaizen. Wenn man das Manifest anschaut, wenn man mit DevOps sich auseinandersetzt, dann finden wir hier methodische Ansätze wie ein Kanban-System, wie ein Scrum, eben wie ein Value Stream Mapping, was deren Ursprung eben aus 1950 aus dem Kaizen Lean Management innehat. Das so ein bisschen die geschichtliche Entwicklung. Was heißt das nun für uns? Was sind die Herausforderungen der Zeit? Wir sehen hier unten links der Maschinist, der an der Maschine arbeitet. Wenn er einen Fehler sieht, dann kann er reagieren, stoppt die Maschine, kann eingreifen in den Prozess, in die Maschine, kann den Fehler beheben und die Maschine wieder instand setzen, dass sie wieder produzieren kann. Entsprechend auch rechts die IT, die damals zur Verfügung stand. Und oben nun ein klassisches Beispiel einer Value Stream Analyse beziehungsweise eines Mappings. Was man hier sieht, ist der Kunde bestellt über das Unternehmen, das ist in der Mitte dargestellt, und die Supplier, die Zulieferanten liefern das dafür benötigte Material. Das Material kommt ins Unternehmen und wir sehen hier 1, 2, 3, 4 größere Prozessschritte, Arbeitsschritte, in denen das Material zum Produkt erarbeitet wird. Was sagt uns diese Value Stream Mapping aus? Wir haben hier unten eine totale Durchlaufzeit von 51 Tagen. Dem gegenüber steht eine wertschöpfende Zeit von 15 Minuten. Also für etwas, was man eigentlich nur 15 Minuten Arbeit braucht, hat man im Ganzen 51 Tage von der Bestellung bis zur Auslieferung. Diese Visualisierung, diese Technik, das stellt eigentlich das Value Stream Mapping dar. Anhand dieser Darstellung sieht man dann auch, wo sind die Potenziale, wo sind die Liegenzeiten, wo kann man eingreifen, um das Ganze schneller, günstiger und besser zu machen. Gut. Das war damals. Wie sieht es jetzt heute aus? Die Herausforderung der heutigen Zeit, ja, Sie sehen es, natürlich gibt es noch die Maschinen, aber wir sind jetzt aus der IT heraus, da stehen wir vor großen Serverräumen. Die Person hier hat vielleicht auch ein Problem oder ein Problem wird gemeldet. Was macht er? Sieht er das Problem? Kann er das Problem beheben? Kann er sofort eingreifen? Natürlich eher nicht. Denn das Ganze funktioniert heute einfach ganz anders. Wir sind hier auch in den komplexen Systemen anbelangt. Und hier die Aussage, die Werkzeuge, die Tools, wie ein Value Stream Mapping aus den 50er Jahren, was im Manufacturing exzellent anzuwenden ist, kann man heute so eins zu eins in der IT nicht mehr anwenden. Das geht nicht. Da stehen wir wirklich vor einer Herausforderung, die sich in entsprechenden Visualisierungen darstellt. Wir haben Organisationen, Aufbauorganisationen, wir haben Grabenkämpfen, Abteilungen, wir haben Prozesshürden, wir haben die ganze Digitalisierung, die erhöhte Komplexität. Und wir haben auch das, was Sie hier unten sehen. Wir sehen Dinge, die es gar nicht gibt. Wie zum Beispiel diese grauen Punkte zwischen den schwarzen Quadraten. Das ist ja ein Trugbild, was man hier sieht. Also man sieht es gar nicht, wo das Problem ist. Eine andere Darstellung, welches uns hilft, das so zu verstehen. Sie kennen vielleicht die Darstellung. Jeder dieser Analysten interpretiert, analysiert etwas anderes. Obwohl sie ja eigentlich vor dem Elefanten stehen. Nur die Tatsache, dass die Augen verbunden sind und sie zum Beispiel vorne beim Stoß dann sind und der andere dann hinten beim dicken Bein oder beim Schwanz, lässt ihn etwas anders interpretieren. Warum ist das so und was schließen wir daraus? Hätten sie sehen können, also ohne Augenbinden, dann hätten sie alle erkannt, ja,
Das ist ein Elefant und es ist korrekt, dass ich vorne beim Stoßzahn andere Zahlen, Daten, Fakten wahrnehme, weder der Kollege hinten beim großen Fuß. Also hätten Sie sehen können, hätte Ihnen das hier massiv weitergeholfen. Wie sieht das heute aus? Wir schauen zwar alle auf die IT, wir schauen alle auf einen gemeinsamen Elefanten, aber was passiert? Trotzdem, obwohl wir alle den Elefanten vor uns haben, ihn sehen und anfassen können, interpretiert doch jeder etwas anderes. Sei es die Verbindungsqualität, die Connectivity, sei es der Change, der nicht autorisiert wurde, der Probleme macht, ist es der Server, der nicht mehr reagiert, die Verbindungen, die stetigen Updates, die uns zwingen, Dinge zu machen oder die ganze Security-Aspekte, wurden wir gehackt, ist es ein normales Verhalten der Server oder nicht, oder der User, der da immer behauptet, manchmal sogar recht hat, ich habe ja gar nichts gemacht. Und dann die Schlussfolgerung, ja, aber es müsste ja eigentlich funktionieren. Warum? Warum ist das so? Und warum ist ja eine der mächtigsten Kaizen-Fragen, fünfmal warum zu fragen, die Dinge zu hinterfragen, den Dingen auf den Grund zu gehen, fragen wir, warum ist denn das so jetzt? Darum geht es. Wir stellen fest, dass viele, nicht zu pauschalisieren, viele halt nur die Symptome bekämpfen. Es findet keine systematische Ursachenbekämpfung statt. Jeder von uns ist Teil eines Ganzen, hat eigene Ziele, vielleicht MBO-Ziele, diese will man verfolgen, diese will man erreichen und man schaut ein bisschen weniger rechts und links und man schaut für sich selber. Man versteht die anderen zum Teil auch nicht im nachgelagerten Prozess. Es geht um einen selben, kurzfristige Ziele, diese zu erreichen und Probleme mit Lösungen zu bekämpfen. Das ist so, was wir aktuell feststellen. Was braucht es? Ja, brauchen würde es natürlich ein gemeinschaftliches Ziel, das Verständnis zum Ganzen, was ja hier die Wertstromanalyse dazu beitragen soll. Jeder soll seine Rolle, seinen Beitrag zum Ganzen, zur Wertschöpfung verstehen und das Ganze muss eben methodisch aktuell gesteuert werden. Das ist, was es braucht. Tja, die Frage nun, wie kommen wir dazu? Und gerne möchte ich Ihnen dabei helfen, wie wir dieses so bekämpfen können. Was es braucht, ist einmal zuerst den Value Stream zu verstehen. Value Stream, ich hatte es anhand der Folie der klassischen Value Stream Methode kurz vorgestellt. Hier geht es auch darum, dass wir alle dasselbe verstehen unter Value und Value Stream. Und hier eine Empfehlung, diskutieren Sie einmal bei Ihnen, in Ihrem Bereich, in Ihrem Team, den Begriff Value Stream. Ich bin überzeugt davon, das wird spannend, die verschiedenen Ansichten. Was ist ein Value? Welches ist unser Value Stream? Was heißt Wert und Wertschöpfen? Hier habe ich versucht, das kurz und knapp zusammenzufassen. Es geht ja nicht darum, ein Produkt oder dann eher eine Dienstleistung, für welche der Kunde eben bereit ist zu bezahlen, weil er es bestellt hat, zu liefern. Und das, was wir dann liefern, dieser wertschöpfende Beitrag, soll dann halt zum entsprechenden Preis in der Qualität und in der Zeit, welche vereinbart ist, geliefert werden. Und darum dreht sich das Ganze. Das zu liefern, was der Kunde möchte. Möglichst schlank, eben lean, dass auch noch ein gewisser Gewinn auf unserer Seite drin liegt. Hier noch zwei weitere Beispiele, um das ganz klar festzuhalten. Ein Beispiel einer Logistikfirma, also einem physischen Beispiel. Wir haben hier das Paket, welches von A nach B muss. Über eine Logistikfirma und dieser Transport, das ist eigentlich der Mehrwert, der wertschöpfende Beitrag des Unternehmens. Jetzt die IT leistet hier natürlich einen substanziellen, essentiellen Beitrag in diesem Unternehmen, dass es steuern kann, einen ganzen globalen Logistikunternehmen, welches Paket ist wo und wann wird es erreicht. Festzuhalten ist einfach, es ist ein substanzieller Beitrag der IT. Sollte die IT nicht funktionieren, könnte das Unternehmen theoretisch das Paket, welches ich in der Hand habe, immer noch nach B liefern. Ich steige in den Wagen, transportiere das Paket und gebe es an Lieferort B ab, sofern ich weiß, wo B ist. Selbstverständlich, mittellangfristig würde das Unternehmen natürlich nicht funktionieren, aber festzuhalten, theoretisch, das physische Paket kann trotzdem transportiert werden.
Wie sieht das in der IT aus, dieser Value Stream? Business Value Stream, ein Signal, nicht mehr ein Paket, muss von A nach B transportiert werden, ob Telefonie, Radio, Kommunikation, E-Mail. Und hier ist natürlich die IT mehr als nur essentiell. Hier ist die IT gleich der Business Value. Sie sehen hier unten eine Darstellung vom IT for IT, Architektur, Referenzmodell, IT Value Chain, welches sehr schön darstellt, wie eigentlich der IT Value Chain dargestellt werden kann. Wir werden dann in unserem Swisscom Referenzprojekt hier im Bereich Detect to Correct einen End-to-End Value Stream miteinander anschauen. Gut. Dann die Herausforderung. Nur wenn man weiß, an welchem Hebel in diesem ganzen komplexen IT-System man drehen muss und auch deren Wirkung kennt, macht es Sinn, daran zu drehen. Also hier die Aussage, kennen Sie die Wirkung, Ursache-Wirkung-Prinzip. Denn was ich behaupte, das sind auch meine Erfahrungen aus den letzten Jahren, man schraubt und es wirkt irgendwo, man schraubt wieder und es wirkt woanders und das Ganze basiert meistens auf Workarounds und eben nicht auf eine saubere Ursachenanalyse. In den heutigen komplexen Netzwerken müsste ein solches Vorgehen, in dem man systematisch analysiert Ursachen, Wirkungen, eigentlich zu einem normalen, üblichen Standard werden, bei jeglicher Prozessoptimierung. Nur dann verliert man die Übersicht nicht. Hier nochmal dargestellt, was ich vorhin auf der Tonspur gesagt habe. Wir stellen fest, Problem. Was passiert? Lösung. Workaround. Gut. Neues Problem. Was passiert? Lösung. Workaround. Und so baut sich das Ganze eigentlich auf. Und wer kennt denn schon eigentlich die eigentliche Ursache? Wer hat die Ursache analysiert, identifiziert und Maßnahmen auf die Ursache angewendet, diese überprüft und dann festgestellt, ja, die Ursache wurde behoben. Wir stellen fest, man hat keine Zeit mehr. Vielleicht fehlt auch die Methodik, um eine saubere Ursachenanalyse zu machen und diese nachhaltig aufzulösen. Was wir auch noch feststellen, das ist hier im oberen Textteil festgehalten, wir stellen auch fest, dass wir sind ja auch im Improvement-Thema unterwegs, oder ich war es ja selber auch sehr lange, und auch die ganze Improvement-Abteilung mitarbeiten, die haben ja Ziele, besser zu werden. Also schauen Sie, generieren Sie Maßnahmen, generieren Sie Verbesserungen, um besser zu werden, um Ihre Ziele zu erreichen, und dann auch diese Aktivitäten muss man natürlich kritisch hinterfragen. Habt ihr denn Ursachenanalyse betrieben, bevor ihr wieder diese und jene Verbesserungen einführt und umsetzt? Also das ist ein bisschen eine Ursache-Wirkungsspirale, das ganz wichtig ist, diese aufzulösen. Gut, kommen wir nun nach der theoretischen Einführung jetzt ins Referenzprojekt der Swisscom. Im ersten Schritt der Initialisierung sind wir zusammengesessen und haben in meinem ersten Schritt versucht, ein gemeinsames Verständnis des Value Streams zu erarbeiten. Daraus entstanden ist ein Big Picture, das sehen Sie hier links, skizzenartig, und unten können Sie auch nachlesen, es gibt hierzu keine einheitliche Notation. Man malt, man zeichnet, man versucht, ein gemeinsames Verständnis zu finden und herauszudiskutieren, welchen Value Stream, wo ist der Value Stream, welchen Hauptprozess wollen wir nehmen, wo liegt Potenzial drin. Ich sage dem ersten Schritt auch gerne mal ein Big Picture, also ein gemeinsames Bild zu erarbeiten. Im nächsten Schritt, wenn man das gemacht hat, wird dieser Value Stream dann ein bisschen sauberer aufgezeichnet. Ich habe Ihnen hier drei Beispiele mitgebracht von Big Pictures. Der erste oben, End-to-End-Service-Auftrag, das ist der Swisscom. Den werden wir nachher im Detail kurz miteinander anschauen. Unten links sehen Sie der Wertstrom von Geld, ein Geldfluss, eine Investitionsübersicht. Ein Unternehmen hat viele Millionen, welches es investieren muss. Wie fließt das Geld im Unternehmen? Wo wird es wie verwendet? Wie sind Ursachenabhängigkeiten? Sie sehen eine ganz andere Sicht auf ein Unternehmen, weder Prozess noch Ablauf. Das ist wirklich eine Ursachenwirkung, in der man ganz spannende Dinge feststellen kann. Und rechts eine Detailansicht, eine Systemansicht im Rahmen einer Projektumsetzung, Projektmanagement.
Gut, schauen wir uns einmal den End-to-End-Service-Auftrag ein bisschen genauer im Detail an. Wir haben hier das Netz, der Provider, welcher uns das Signal zur Verfügung stellt. Das Signal kommt in Ihren Haushalt, da wird es konsumiert. Der Kunde hat eine Störung, er ruft an bei der entsprechenden Nummer, First Level Support, Kontaktcenter, da wird weitergeholfen, das Ticket wird an Second Level weitergegeben, man kann es nicht lösen, über eine Disposition, ein Dispatch wird ein Auftrag generiert für den Field Service Techniker und der Techniker kommt bei Ihnen zu Hause vorbei und löst das Problem und so ist eigentlich der Wertstrom dann wieder abgeschlossen. Das ist das, was Sie jetzt hier oben sehen werden in den nächsten Folien, die End-to-End-Darstellung dieses Prozesses. Wir sind jetzt herangegangen, das methodische Vorgehen, und zwar im ILO-Prinzip, also Input-Leistung-Output. Sie kennen es aus dem klassischen Prozessmanagement. Was haben wir gemacht? Wir sind zu hinterst, also rechts, sind wir in den Prozess rein und haben einen Gemba-Workshop gemacht. Gemba ist japanisch und heißt Ort des Geschehens. Also wir sind an den Ort des Geschehens, da wo es passiert, da wo die Wertschöpfung passiert und haben uns einmal angeschaut, was genau passiert. Was ist passiert? Wir haben festgestellt, der Servicetechniker ist vor Ort, er macht gewisse Arbeiten, die haben wir aufgenommen, die haben wir dokumentiert im ILO-Prinzip, was ist eine Leistung, was kommt hinten raus, was macht er, aber auch vor allem, was ist der Input, warum er etwas macht. Dann sind wir eigentlich in den vorgelagerten Prozess, Second Level, First Level Prozess, haben dasselbe gemacht, Gemba Workshop, und haben analysiert, was da passiert. Dieser Vorteil, dass man von rechts, von hinten nach vorne geht, ermöglicht einem Feststellungen, die man hier gemacht hat, zum Beispiel, dass der Servicetechniker falsche Daten hätte. Diese Fragestellung kann man mitnehmen in vorgelagerten Prozess und dann da eigentlich hinterfragen, warum. Warum ist das so, dass der Servicetechniker diese Situation hat? Dann im nächsten Prozessschritt kann man auch wieder die Fragestellung mitnehmen in vorgelagerten Prozess und fragen, warum ist das so, dass dieser Prozess sich hinten so darstellt? Sie erkennen vermutlich die Idee dahinter, und zwar eine klassische Qualitätsmanagement-Aussage. Nur wenn die Inputqualität hoch ist, können wir natürlich hinten eine hohe Qualität-Output gewährleisten. Auch im Prinzip Garbage in, Garbage out. Also das war uns wichtig, hier den ganzen Value-Stream-Kette entsprechend aufzunehmen. Denn nur dann, wenn Sie die Gesamtsicht haben, können Sie urteilen, wo macht es am meisten Sinn, den Hebel anzusetzen, um zu schrauben, weil Sie dann auch die Wirkung kennen und nachvollziehen können. Gut. Nachdem wir mal den Value Stream so dargestellt haben, gibt es natürlich verschiedene Betrachtungsweisen, was man damit machen kann, auswerten kann. Ich stelle hier Ihnen eine Datennutzanalyse vor, eine andere Sicht auf das Ganze. Und zwar haben wir mal versucht darzustellen, wo werden Daten erfasst, generiert und dann auch abgespeichert. Wo werden Daten generiert, weil sie gebraucht werden, aber nicht abgespeichert? Und wo werden dann Daten verwendet, die man natürlich vorgängig abgespeichert hat? Schaut man das an in diesem, wie gesagt, anonymisierten Beispiel, könnte man sehen, was man hinten jetzt sofort visuelles Management, wiederum ein klassisches Thema vom Lean Management, vom Kaizen, Dinge zu visualisieren, damit man es eben sieht. Und das sticht einem ins Auge. In diesem dargestellten Beispiel, der Servicetechniker generiert viele Messdaten. Er misst alles nochmal. Und das, was er misst oder die Messungen, die er erzeugt, die werden nicht abgespeichert. Hingegen, wenn man schaut, vorne im vorgelagerten Prozess wurden schon Daten erfasst. Hier, Daten wurden erfasst und abgespeichert, aber die werden hinten nicht verwendet. Und jetzt sieht man, ja, hier stimmt etwas nicht. Hier liegt Potenzial brach, welches man dann bergen muss. Und Potenzial ist ganz klar, das ist Geld. Das ist Geld, das ist Zeit, Geld, was vorne verschwendet wird und hinten nicht gebraucht wird. Und jetzt müsste man in einem nächsten Schritt sich fragen, warum? Warum ist das so? Ja, nicht mit Lösungen losrennen und Dinge schon verändern wollen, sondern zuerst einmal die ganze Kette aufschließen. Hier gibt es einen Problemlösungskreis, der Glenfiss,
Das ist eine methodische Vorgehensanalyse, wie man in 6 Schritten ein Problem identifiziert, Ursachenanalyse macht, Ziele festlegt, Problemsuche betreibt, diese dann umsetzt und dann an einem PDCA-Kreislauf diese Methode, diese Anwendung so lange dreht, bis man nachhaltig festhalten kann, das Problem bzw. deren Ursache ist nachhaltig gelöst. Und wenn man das ja an jedem Problem machen würde, dann hätten wir nach langfristig keine Probleme mehr. Gut, wie erwähnt, die Zusammenhänge verstehen lernen. Hier die Aussage, jedes Unternehmen hat seine eigenen Probleme. Aber alle Unternehmen haben dieselben Probleme. Das kann man gut erklären am Beispiel der Unternehmenskultur. Wir alle Unternehmen kämpfen damit, eine optimale für uns Dienstleistung, produktionsorientierte Unternehmenskultur zu haben, in welche wir auch effizient sein können. Das ist das, was wir alle haben. Nur in der Ausprägung hat dann jedes Unternehmen, wenn man drin ist, seine eigenen kulturellen Herausforderungen und Probleme. Also es ist die Betrachtungsweise auf ein Objekt, welches das Resultat eigentlich beeinflusst. Oder hier, dass das Geld, welches sich dreht, ist auch ganz klar die Aussage Kosten. Kosten zu sparen, gibt es einen internen Blick, wo man Kosten sparen möchte und natürlich der externe Blick, wo es Sinn machen würde, Kosten zu sparen. Und hier geht es wirklich darum, verändere die Betrachtungsweise bzw. wähle die effizientere Methode, die effektive, um hier in dieser Problematik, in dieser Problemstellung weiterzukommen. Es geht darum, wir sind jetzt im 4. Schritt, ich werde am Schluss nochmal die Schritte kurz zusammenfassen für Sie. Im 4. Schritt geht es eigentlich, zusammengefasst, den Value Stream, hier oben die Darstellung, zu sehen, wirklich zu sehen, plakativ an die Wand zu malen, damit alle auf dasselbe Objekt schauen können, es zu verstehen, zu diskutieren, wie es funktioniert, um damit dann mittellangfristigen Voraussetzungen zu schaffen, diesen Value Stream steuern zu können. Sie wissen ja, Prozesse zu erkennen, zu dokumentieren, aber Benefit holt man erst heraus, wenn man die Prozesse dann auch steuern kann. Steuern heißt zu wissen, wo an welchem Hebel zu drehen, weil ich deren Wirkung ich kenne. Also die Umsetzung der Value Stream Methode in Abhängigkeiten Ursache Wirkung verstehen, ganzheitlich umsetzen und dann hier unten in verdaubare Maßnahmen im PDCA-Modus umsetzen. Was heißt das nun? Verdaubare Maßnahmen heißt natürlich für Ihre Organisation, was mag es noch leiden, auf Zürichdeutsch, was mag es noch leiden, wie groß sind die Maßnahmen, welche ich meinen Unternehmen, Abteilungen noch zumuten kann, zusätzlich umzusetzen. Man kann ja eben nicht überall rumschrauben, weil man die Ursache-Wirkung kennen muss. Und dann diese verdaubaren Maßnahmen von der Kapazität, von der Qualität, von der Leistung her ansetzen, umsetzen und dann im PDCA, also im Plan, Do, Check, Act Modus, das heißt, wirken die Maßnahmen, waren es die richtigen Maßnahmen, haben die Maßnahmen zu dem Ziel geführt, welches wir uns vorgesetzt haben, wenn ja, kann man es abschließen und so wirklich im Kaizen Modus diese Dinge entsprechend umzusetzen. Wir kommen schon gegen den Schluss. Zwischenbilanz, was wir erreicht haben oder was erreicht werden auch. Weniger Störungen und höhere Kundenzufriedenheit. Sie erreichen Störungen beim Kunden nachhaltig zu lösen, weil sie eben die Ursache lösen und nicht die Probleme, die Symptome. Sie generieren eine schnellere Service-Wiederherstellungszeit und eine bessere Qualität. Mit weniger als 40 Stunden Beratungsaufwand von unserer Seite konnte in diesem Referenzprojekt bei der Swisscom ein Einsparpotenzial von mehreren Millionen Schweizer Franken identifiziert werden. Ich glaube, das steht für sich. Also weniger als eine Woche Beratungsvor-Ort-Aufwand von meiner Seite und seitens Swisscom war es in diesem Fall nicht viel mehr als die 40 Stunden, konnten wir aufzeigen, dass mehrere Millionen hier an Potenzial vorhanden sind. Selbstverständlich war nicht alles neu in dieser Aufstellung, aber man konnte von diesen mehreren Millionen diverse Millionen schon direkt adressieren, weil man eben die ganze Wertschöpfungskette
analysiert hat und gewusst hat, wenn man hier dreht, kann man hinten so viel einsparen, das hochgerechnet und da kommt dann sehr schnell wirklich eine höhere Summe zum Vorschein. Wie stellt sich die Methode nun nochmal auf einem Slide dar? Wir sehen hier, starten tun wir eigentlich mit der Initialisierung beim Kunden und da geht es darum, finde den Wertstrom, welches für Sie am Kunden am meisten Sinn macht zu analysieren. Auch welcher Wertstrom tut Ihnen am meisten weh? Wo ist der Pain? Welches Produkt, welche Serviceleistung läuft nicht so, wie es sollte? Dann analysieren wir das. Also zuerst müssen wir festhalten, um welchen Wertstrom das es da geht. Es gibt da von unserer Seite her einen Fragekatalog. 10, 15 Fragen, wo wir gemeinsam durchgehen und schauen, doch, da hat es Potenzial. Wir schauen auch, welche Wertströme läuft ausgezeichnet gut, da man mir auch einen Vergleich hat und auch Erkenntnisse daraus erzielen kann. Und dann wird das eben analysiert und nicht analysiert, Entschuldigung, wird es dargestellt. Das Big Picture, wie Sie hier sehen. Dann gehen wir systematisch vor, von rechts nach links, machen Gemba Walks. Wir gehen also an Ort des Geschehens. Wichtig hier, dass man dann wirklich die betroffenen Mitarbeiter, welche an der Wertschöpfung involviert sind, teilhaben lässt an diesem Vorgehen. Mit den Servicetechnikern, die wurden instruiert, mit ihnen geht man vor Ort, man holt sie ab. Man hört ihnen zu, was sie denn schon lange wissen. Und sie wissen es ihnen, glauben Sie mir. Wenn Sie die betroffenen Mitarbeiter fragen, dann wissen die, wo die Probleme sind und die wissen auch meistens, was die Ursachen dafür sind. Man muss es nur systematisch, methodisch aufnehmen. Zweiter Schritt, das Machen, das vor Ort machen. Im dritten Schritt dann geht es dann, das Big Picture darzustellen, die ganzen Zahlen, Daten, Fakten zusammenzutragen und dann im Kernteam, im Expertenteam, da sind die Betroffenen, aber auch Drittparteien dran, sich das anzuschauen. Anzuschauen, viele Fragen zu stellen, herauszusuchen, warum das so ist, wie die Abhängigkeiten sind, um dann im vierten Schritt dann korrigierende Maßnahmen zu definieren und dann umzusetzen. Und Sie kennen den PDCA-Zyklus, der lässt dann nicht locker. Man dreht dann diesen so lange, bis man dann wirklich das entsprechende Ziel, was man erreichen möchte, erreicht hat oder die Probleme in der Ursache gelöst hat. So die Methode auf einem Slide dargestellt. Was ich Ihnen hier auch noch abgeben darf, ist ein Glossary mit verschiedenen Begriffsdefinitionen, welche hier in der Präsentation aufgeführt sind. Etwas, was ich noch öfters gefragt wurde, es heißt systemische und nicht systematische Wertstromoptimierung, weil systemische eben aus der Systemtheorie kommt, aus der Kybernetik, also wie man eigentlich komplexe Probleme löst und anpackt. Das ist Systemtheorie und das, denke ich, ist eigentlich der Ansatz, welchen wir hier in dieser Methode verfolgen. Gut, wir sind bereits am Schluss. Dann hier auch hierzu gibt es einen Prozess, den Abschlussprozess. Sie können mir Fragen stellen. Ich werde diese bearbeiten und Ihnen dann versuchen, auch eine entsprechende Antwort zu liefern. Ich schaue jetzt mal auf meinem Chat, auf dem Fragenkatalog. Gut, ich nehme mal hier eine Frage. Kann man jeden Prozess mittels Value Stream Mapping analysieren? Ja, gute Frage. Das Value Stream Mapping ist unter uns Methodikern eigentlich so die Königsdisziplin. Königsdisziplin, weil Sie sehen, es ist relativ aufwendig, einen End-to-End-Prozess zu erfassen. Was man viel öfters macht in der Praxis, das sind Teilprozesse, kleinere Prozesse zu analysieren. Wir sagen dem Prozessmapping, eine Prozessanalyse. Man nimmt einen Teilprozess, man nimmt Post-it-Zettel, Brown Paper und dieser Teilprozess wird ganz schnell im Rahmen eines halben Tages visualisiert. Potenziale werden erarbeitet und diese können auch umgesetzt werden. Eine sehr gute Methode bringt sehr schnell Quick-Wins. Was hier dann natürlich fehlt, ist die End-to-End-Betrachtung. Also überall, wo es eine End-to-End-Sicht gibt, ja, kann der Value Stream Mapping angewendet werden. Weiter auch noch, Sie können ja nichts falsch machen. Das sind ja Methoden, Werkzeuge. Wenn Sie schon mal versucht haben, einen Nagel einzuschlagen mit einer großen Zange, werden Sie festgestellt haben, ja, es geht. Gut, Sie werden aber auch festgestellt haben, es könnte besser gehen.
Das ist dasselbe mit den Methoden. Also Sie werden nur besser, Sie werden sattelfester, wenn Sie einmal eine Value Stream Methode, eine Prozessmapping anwenden, eine Problemlösungsmethode anwenden, um dann festzustellen, ja, es wäre auch anders gegangen. Dann lernen Sie die Methode besser kennen und mit der Erfahrung lernen Sie dann auch, wo welche Methode effizienter ist. Gut. Ich hoffe, soweit die Frage beantwortet zu haben. Ich schaue mal weiter. Unterschied, Value Stream Mapping, Prozess Mapping, denke, habe ich beantwortet. Teilausschnitte zu analysieren, zu visualisieren, das ist das Prozess Mapping, kommt aus dem Prozessmanagement auch. End-to-End-Betrachtung gehört dann eher in die Königsdisziplin einer Value Stream Mapping. Hier noch eine Frage, ist das Potenzial immer so hoch bei BIM-Referenzprojekt? Es ist so, dass das, und das kommt jetzt effektiv aus dem Lean Management, aus dem Production Management, ursprünglich sogar aus dem Rüstzeitmanagement, also an Maschinen die Rüstzeiten zu optimieren. Und diese Aussage hat sich jetzt über diese doch 50, 60 Jahre bestätigt. Haben Sie einen Prozess im Unternehmen? Haben Sie einen Prozess, der noch nie systematisch, methodisch optimiert wurde? Und gehen Sie jetzt an diesen Prozess und optimieren Sie ihn. Kann man davon ausgehen, dass 30% Effizienzsteigerung drin liegt? Sie haben einen Prozess, der noch nie richtig optimiert wurde systematisch, haben Sie 30% Potenzial. Das ist so. Das hat sich immer wieder bestätigt. Jetzt hier bei der Swisscom, denen attestiere ich eine sehr hohe Prozessmaturität, also wirklich ein Lob an die Swisscom, an diesen Bereich, wo ich tätig sein durfte. Die Prozessmaturität, also die Reife der Prozesse, die ist sehr hoch. Das Team war sehr eingespielt, auch unter der Führung von Herrn Dominik Staller. Das lief sehr, sehr gut. Entsprechend hatten wir schnell Ergebnisse. Wir konnten das schnell aufzeigen. Die Maßnahmen, die wurden zum Teil schon initiiert. Also das war wirklich perfekt. Das ist super. Wenn Sie natürlich im Unternehmen keine so hohe Prozessmaturität, Prozessreife haben, dann ist es so, dass wir zwar auch innerhalb von rund einer Woche Potenzial schnell aufzeigen können, visualisieren können. Deren Umsetzung wird es natürlich dann etwas mehr brauchen. Es ist natürlich auch ganz klar ein Bottom-up-Ansatz, wo Sie dann mit den entsprechenden Personen, Mitarbeitern, die im Prozess involviert sind, das anschauen müssen. Sie müssen die Mitarbeiter befähigen. Es wäre auch gut, also es ist eigentlich zwingend, dass Sie irgendwo durch auch einen Kaizen-Prozess, einen CSI-Prozess, einen Improvement-Prozess installiert haben, wo Mitarbeitende, egal wo, eine Verbesserungsidee eingeben können, die wird systematisch erfasst, die wird zentral analysiert, hat sie Wirkung auf den End-to-End-Prozess und entsprechend dann auch adressiert und umgesetzt. Das sind schon Bedingungen, die wir eigentlich mitgeben. Ja, die wir empfehlen, die da vorhanden sind. Und jetzt können Sie selber entscheiden, wie weit Sie eigentlich da sind in Ihrer Prozessmaturität. Entsprechend dauert es etwas länger und braucht es etwas mehr Effort, um das umzusetzen. Gut, ich schaue mal weiter in den Fragen. Genau, ich habe hier noch eine spannende Frage. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Meinung dieser Methode von einem Prozessmining, zum Beispiel Celonis, wo eine Software in Minuten einen komplexen digitalen Prozess darstellen und die Schwachstellen aufzeigen kann? Ja, spannende Frage. Ich war selber schon auch an so einer Präsentation, wo diese Software oder ähnliche Software vorgestellt wurden und es ist wirklich eindrücklich. Ich klicke auf Run und ich sehe dann schnell visualisiert dargestellt, wo gibt es Medienbrüche. Wo gibt es Verbesserungspotenziale und wie es wird schnell visualisiert und dargestellt. Aber ich hatte damals dieselbe Frage gestellt, welche ich jetzt auch wiederhole. In einem vollautomatisierten Umfeld, wirklich voll, können Sie das machen. Überall, wo es Schnittstellen gibt, wo Menschen involviert sind, ist das Tool eigentlich fertig. Und ich denke, ein Input wird meistens menschlich, physisch generiert. Dann gibt es einen IT-Ansatzteil der Automatisation und hinten gibt es wieder eine physische Dinge. Und überall, wo der Mensch involviert ist, da müssen wir wirklich an Gemba gehen, an Ort des Geschehens, schauen, was läuft da ab und was ist Ursache-Wirkung. Aber ich gebe Ihnen recht, alles, was automatisiert ist, kann man so schnell darstellen und analysieren. In diesem Sinne ein ergänzendes Mittel,
den automatisierten Teil zu analysieren und darzustellen und dann in Kombination mit dem Value Stream Mapping eigentlich das ganze End-to-End-Sicht darzustellen. Gut, ich schaue noch, ob noch Fragen reingekommen sind. Soweit nicht. Gut, dann erlaube ich mir noch auf den Workshop zum Webinar hinzuweisen. Am 8. und 24. November findet hier bei der Glemfis ein Eintages-Workshop zum Thema statt, wo wir eigentlich die Methode nochmal inhaltlich bearbeiten werden, Theorie, Praxisanwendung und Ihnen ein Rüstzeug mitgeben werden, wie Sie das bei Ihrem Unternehmen initialmäßig auch umsetzen können. Oder natürlich unser Lean IT Foundation Kurs vom 28. bis 29. November. Da ist ja ein Modul in diesem Zweitageskurs auch das Value Stream Mapping. Dann möchte ich auch auf unser nächstes Webinar hinweisen von meinem Kollegen Senior Consultant Ralf Winter. Business Simulationen, praxisbezogen lernen. Das auch, das soll Spaß machen. Wir haben hier verschiedenste Simulationen im Angebot bei der Glemfis. Hören Sie mal rein, lassen Sie sich informieren, was hier Ihr Mehrwert dazu sein kann. Gut, ich möchte mich recht herzlich bedanken für die hohe Teilnehmerzahl, für das Interesse auf Ihrer Seite. Ich stehe Ihnen ab sofort für Fragen zur Verfügung, per E-Mail, telefonisch. Würde mich freuen, von Ihnen zu hören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis auf ein nächstes Mal. Auf Wiederhören. Dankeschön.